Alex, was machst du da jetzt gerade? Wir haben einen rausgepeizten Lachs mit einer Variation von japanischer Wildgänse, Spargelspuma und da kommen Limettenschwämmchen oben drauf. Ein sommerliches Gericht für einen Tag, an dem es regnet. Ich bin halt kein Wettergott, tut mir leid, aber. Vor einem Feiertag ist eh klar. Ich mach's Beste da. Schaut fantastisch aus. Alex? Ja? Was passiert denn da jetzt gerade? Ja, wir richten Teller an. Na. Facebook bitte. Da haben wir Olivencreme. Dann kommen drauf marinierte Flusskrebse mit einer Flusskrebsbutter. Dann haben wir Zwiebelgrätze. Das war's. Kleines, feines, italienisch angehauchtes Gericht. Also, ihr habt euch vorbereitet für den nächsten Gang. Wir müssen uns leider das Lokal verlassen, macht aber gar nichts. Wir haben da. Oh, heftige Rauchentwicklung. Heftige Rauchentwicklung. In der Fachsprache auch Smoking genannt. Ne? Ja. Dann machen wir jetzt zu. Lassen wir insgesamt 11 Minuten drinnen smoken. Ein wunderschönes Aroma, innen rosa. Was will noch mehr? Fantastisch. So, jetzt warten wir mal. Muss man ein bisschen aufpassen, weil da. Ist sonst gar weg, ne? Ja, also muss da keine Sorgen machen, ich bin ja eh im Lokal herin. Wenn jetzt so vorbeigehen wird und das riecht, dann. Und das ist das Green Egg, oder? Was ihr genau, habt das ist unser Big Green Egg. Griller oder Smoker kann man verwenden, wie man es braucht. Sehr dekorativ. Was ist da? Da oben eine Druckanzeige oder? Das ist die Temperaturanzeige. Temperaturanzeige, ja stimmt, das Neuling da. Wir haben da jetzt ein bisschen 160 Grad haben wir da. Und mit was für einem Holz räucherst du das jetzt? Wir räuchern das mit einem Hickory-Räucherholz. Gibt unserer Meinung nach das beste Räucheraroma auf. Meine Nase gibt euch ziemlich recht. Das ist ein geiles Teil. Thomas, jetzt ist das Roastbeef ist jetzt fertig gesmoked. Ganz genau, so und jetzt kommt der große Moment. Unpacking, wie man sagt. Unpacking, warte mal, ich stimme da rüber. Sehr gut. So, wenn er raucht, geht nicht. Echt nicht. Einmal in die Kamera schauen. Der schreit noch nach Aufnahme. So, das lassen wir jetzt rasten drin. Herr Mister, wie viel? Das ging gut, oder? Ja. So, jetzt mal weg. Da muss ich aufpassen, das ist ja voll da drin. Halt! So. 195 Grad kalte Stickstoff, ein bisschen Honig, über 20 mit den Finger verbrennen und wir haben wunderbaren Stickstoff Honig. Das kommt jetzt auf unser Dessert drauf. Jetzt geht Gas. Warum macht man das mit Honig? Was passiert mit dem, wenn man Stickstoff drauf hat? Durch die Kälte verdampft die Flüssigkeit und es bleibt nur der blumige Honiggeschmack über. Hammer, das Ding schmeckt so blumig, so gut. Unglaublich. Alex, was ist denn das Dessert als Ganzes? Du tust jetzt in Stickstoffhonig drauf, aber was ist sonst noch am Dessertteller? Süße Lasagne, dunkles Biskuit, ein helles Biskuit, ein dunkles Schokomus, ein helles Schokomus. Dann haben wir gefrostete Nüsse. Unten drunter haben wir einen Amarena-Kirsch-Soßenspiegel und marinierte, gesäuerte Amarena-Kirsche. Das Ganze nennt sich süße Lasagne.